Ja, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe ja jetzt schon diverse Videos hier hochgeladen zum Thema Windows 8, welches am 25. vorgestellt wurde von Microsoft, beziehungsweise am 26. runtergeladen werden konnte oder gekauft werden konnte. Ja, ich habe jetzt die Zeit intensiv genutzt, um mich mit dem neuen Betriebssystem auseinanderzusetzen und möchte euch nun in diesem Video mal meine persönlichen Pro- und Kontrapunkte aufführen, die mir jetzt bei längerer Bedienung des Betriebssystems aufgefallen sind. So, dazu, ihr seht, jetzt befinden wir uns gerade noch auf meinem alten Desktop. Dann gehen wir mal rüber auf den neuen Metro Start Screen. So. Ja, da sehen wir jetzt auch schon den in meinen Augen ersten positiven Punkt an Windows 8. Ich finde, der neue Start Screen ist sehr übersichtlich. Das Design gefällt mir äußerst gut. Er ist übersichtlich. Er ist nicht zu überladen. Und vor allem, na gut, er ist recht flüssig in der Bedienung, finde ich. Und vor allem informativ, das kommt durch die Live-Tiles, die ihr seht. Beispielsweise haben wir hier oben eins. Das wäre jetzt ein Sport-Live-Teil. Da sehe ich dann zum Beispiel die aktuellen News im Bereich Sport oder hier noch andere Nachrichten. Oder wenn ich jetzt mal hier rüber gehe, da habe ich noch die Kicker-App. Da sehe ich auch einige Neuigkeiten. Bei Bing sieht man dann zum Beispiel aktuelle Trendthemen. Oder in der Bild-App sind auch Neuigkeiten dargestellt. Des Weiteren hier zum Beispiel in meinem Kalender sehe ich was. Oder wenn ich zum Beispiel eine E-Mail bekomme, dann wird mir das sofort angezeigt. Dann sehe ich sofort, wer hat mir die E-Mail geschickt. Das finde ich natürlich schon mal ganz gut. Ein großer Kritikpunkt, den jetzt viele haben bei Windows 8, ist aber genau auch dieses Design. Denn viele sagen, das Design ist für einen Desktop-PC, so wie ich ihn jetzt hier benutze, einfach Schwachsinn. Das ist im Teilen finde ich das auch richtig, denn so sagen wir mal, diese Wischgeste jetzt hier wäre natürlich auf einem Tablet viel sinnvoller. Oder die Größe der Tiles macht mit Fingerbedienung natürlich viel mehr Sinn, als wenn ich jetzt die Maus nehme und das damit bediene. Da kann ich die Kritik natürlich schon verstehen. Des Weiteren ist es in meinen Augen ein bisschen unverständlich, wieso es immer noch den alten Desktop gibt, den ich ja jetzt immer noch hier über dieses Symbol erreiche. Denn das sind ja dann im Grunde wieder zwei Designs in einem. Ich habe jetzt auf der einen Seite das neue Design, auf der anderen Seite habe ich aber immer noch, wenn ich jetzt hier draufklicke, das genau das alte Design, wie ich es auch schon von allen anderen Windows-Versionen kenne. Und das ist, finde ich, ein bisschen schade. Denn da hätte sich Microsoft eigentlich entscheiden müssen, mache ich jetzt für die Desktop-PCs, mache ich jetzt das eine oder das andere. Und natürlich auch für die Laptops. Das heißt, in meinen Augen Licht und Schatten, was jetzt den Bereich Design und Startscreen angeht. Ja, einen weiteren Punkt, den ich jetzt bei mir in der Pro-Liste habe, sind die Apps. Wenn ich jetzt mal hier drauf gehe auf den Store und er den mal lädt, finde ich, dass die Apps, die jetzt da sind, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele es sind, ich habe gehört, beim Start wären es so ungefähr 8000 gewesen, diese finde ich teilweise schon sehr schön gemacht. Nutzen auch den Bildschirm auch mal ganz gut aus. Sehen wirklich gut aus, muss ich sagen, teilweise, die ich mir da installiert habe, zum Beispiel die Wikipedia-App oder die Kicker-App. Es macht schon was her. Also ich finde die Idee mit diesem Store auch für einen normalen PC finde ich sogar ganz gut. Was mir jetzt allerdings nicht gefallen hat, ist, dass man jetzt wieder sein Microsoft-Konto braucht hierfür. Ihr seht das hier, wenn ich jetzt hier Rechtsklick gemacht habe, Ihre Apps. Das heißt, ich muss jetzt auch wieder ein Windows Live-Konto erstellen hierfür. Das werde ich, um alle Funktionen von Windows 8 benutzen zu können, eigentlich fast überall brauchen. Das heißt, ich brauche es dann zum Beispiel auch, wenn ich Spiele installieren will oder und so weiter und so fort. Sehen wir jetzt hier im Bereich Spiele. Ist eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, dass ich mir die Sachen jetzt hier mal eben dann installieren kann. Ich kann hier gucken, top kostenlos. Was gibt es so? Suche ich mir eins aus. Kann ich mir die Bewertungen durchlesen. Das hatte ich ja alles schon erklärt in meinem ersten Video. Und ich finde es auch sehr, es ist sehr schön gemacht. Und es sieht auch ganz gut aus. Kann ich dann installieren, dann klicke ich mal drauf. Jetzt sieht man, wenn ich da jetzt nochmal drauf gehe, habe ich es hier drin. Klicke auf Installieren.
Und dann sehe ich hier oben, das Spiel wird installiert. Möchte ich jetzt wieder. Also, das ist ein weiterer Punkt. Ich finde, die Apps, die ich jetzt gerade als positiv sehe, können man auch negativ sehen, denn wie ich ja angesprochen habe, sind momentan nur 8000 circa. Und das finde ich ein bisschen wenig. Ich habe auch schon einige Apps gesucht, die ich dann vergebens gesucht habe, weil sie einfach nicht da waren. Beispiel gibt es keine Facebook-App. Ich finde, das würde durchaus Sinn machen. Eine gescheite YouTube-App habe ich jetzt auch noch nicht gefunden. Also da besteht auf jeden Fall noch Nachbesserungsbedarf. Und ich denke mal, das App-Angebot wird sich auch noch erhöhen. Ja, hier sehen wir jetzt ganz deutlich, hier habe ich eine 1 stehen im Store. Und das heißt, signalisiert mir, ich habe jetzt ein Update von einer App. So. Das Update kann ich jetzt installieren. Das ist, unterstreicht dann mal wieder meine These, dass es ja auch doch schon ganz schön übersichtlich ist. Ja, ein weiterer Punkt, der mir ganz gut gefällt am neuen Windows ist, es ist sehr intuitiv. Ich arbeite jetzt seit 3 Tagen damit und die Bedienung klappt eigentlich schon super. Man kann alle Funktionen wunderbar nutzen. Das funktioniert alles sehr intuitiv. Zum Beispiel, dass ich jetzt hier oben in die Ecke gehe und dann komme ich wieder ins Startmenü. Oder dass ich jetzt, wenn ich in einer App bin, da habe ich jetzt einfach mal die Sport-App für geöffnet, die schon drauf war. Dass ich jetzt zum Beispiel hier, wenn ich irgendwas in der App suchen will, dann gehe ich wieder oben in die Ecke, klicke auf den Suchbutton, kann dann jetzt hier drin suchen zum Beispiel. Wenn ich jetzt beispielsweise irgendwas zum Bayern-Spiel haben will, gebe ich Bayern ein, kriege ich Bayern München. Zack. Habe ich hier alle Infos, die ich brauche, schön dargestellt. Das macht dann in meinen Augen doch schon mehr her, als würde ich es mir jetzt im Browser angucken, weil es einfach besser aussieht. Ja, da muss ich jetzt aber doch noch auch noch zu einem Kritikpunkt kommen, der mir besonders aufgefallen ist, ist der Sperrbildschirm. Wenn ich jetzt hier oben auf meinen Namen gehe und klicke auf Sperren, sehe ich den Sperrbildschirm, der in meinen Augen natürlich überhaupt keinen Sinn macht, weil es einfach auch mit einer Maus total sinnlos ist. Das ist dann wieder die Kritik der Leute, dass es ja für einen Desktop-PC und für ein Tablet oder ein Smartphone zum Beispiel einfach auch zwei verschiedene Oberflächen geben muss, weil ja auch sich die Bedienung ganz viel voneinander unterscheidet einfach. Ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt in meinem Video ein paar Punkte näher bringen, die mir persönlich jetzt gefallen an Windows 8, die mir persönlich jetzt aber auch nicht so gut gefallen. Und ich weiß, das System ist noch recht jung und zum Beispiel mein Kritikpunkt mit den Apps, der wird sich wahrscheinlich auch noch relativieren, wenn es mit der Zeit natürlich viel mehr Apps gibt. Aber als erster Einblick dürfte das ja schon reichen. Ah, noch ein Punkt, der mir noch ganz gut gefallen hat, auf den ich jetzt nochmal zu sprechen kommen möchte, ist besonders der Punkt Spiele im App Store. Denn wie ihr hier seht, habe ich mir auch schon ein Spiel installiert. Und ich finde die Möglichkeit eigentlich ganz gut, dass man jetzt eine zentrale Stelle hat, in der man diese Programme alle findet. Da kommt aber auch wieder ein Kritikpunkt jetzt von mir. Denn das ist mir gestern aufgefallen, wenn ich das mal eben suche. Da war ich unter dem Punkt Sicherheit. Bin ich einfach mal drauf gegangen jetzt. So. Und dann gucken wir mal. Angenommen, ich möchte mir jetzt Kaspersky installieren. So, dann denke ich mir, ja, ich klicke mal eben drauf, installiert's, fertig. Oder falls es dann was kostet, ist okay, dann kostet es halt was. Klickt man drauf. Dann kommt allerdings nicht, wie erhofft, dass man sofort installieren kann, sondern es ist eine Desktop-App und man kann sie nur von der Webseite aus installieren. Das ist zum Beispiel, ich finde, ein Nachteil hierbei. Wäre schöner gewesen, man hätte sofort es eingebaut, dass man sofort einfach hier installieren kann und jetzt nicht extra noch zur Webseite des Herstellers müsste. Ja. Aber vielleicht kommt es noch, vielleicht kommt es nicht, man weiß es nicht. Also das wird es auf jeden Fall jetzt erstmal gewesen sein von mir. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne eure Kommentare drunter setzen. Könnt ihr mich abonnieren, könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben. Ja, und ich denke mal, heute am Tag des Internets
war das ja wohl auch jetzt ein ganz guter Schlusspunkt und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.